Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Rockstar Games hat gestern ein neues Update für GTA Online rausgebracht, das Independence Day Update, durch das wir neuen und alten Content in GTA Online bekommen haben. Wir schauen uns heute dieses Update an und ich zeige euch alles, was neu ist und welche zeitlich begrenzten Dinge ihr euch nun in GTA Online kaufen könnt. Außerdem schauen wir uns den neuesten Supersportwagen in GTA Online an und wir schauen, ob es sich lohnt, ihn zu kaufen oder eher nicht. Freunde, wenn euch das gefällt, dass ich euch heute das Independence Day Update in GTA Online zeige, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch alles über das Independence Day Update wissen. Und wenn du neu auf meinem Kanal sein solltest, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, aber auch nichts mehr zu GTA 6. Und nun würde ich sagen, haben wir genug Werbung gemacht. Lasst uns mit dem Video beginnen. Also, let's go! Rockstar Games hat gestern das Independence Day Update in GTA Online rausgebracht und das auf allen Plattformen. Das Independence Day Update hat eine große Tradition in GTA Online, denn dieses Update gibt es seit dem Release von GTA Online. Denn seit dem Release wird jedes Jahr der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika, mit diesem Update gefeiert. Und deshalb ist ein Großteil des neuen Contents auch bereits bekannt aus den vergangenen Jahren. Allerdings ist dieser Content immer zeitlich begrenzt, so dass man ihn nur in dieser einen Woche im Jahr kaufen kann und dann verschwindet er wieder aus GTA Online, es sei denn, man hat sich diesen Content in dieser einen Woche gekauft. Ich zeige euch heute alles, was zu diesem Update gehört, damit ihr auch wisst, was ihr euch kaufen könnt. Beginnen wir aber erst einmal mit dem neuesten Supersportwagen in GTA Online, der mit diesem Update nun für alle Spieler erschienen ist, und zwar der Overfloyd Pipistrello. Dieser war die letzten 9 Tage ja GTA Plus Exclusive, was Rockstar Games aber heute geändert hat. Den Overfloyd Pipistrello könnt ihr euch ab sofort auch ohne GTA Plus Mitgliedschaft auf Legendary Motorsports für 2.950.000 GTA Dollar kaufen. Der Pipistrello ist ein Elektrofahrzeug, er ist ein Zweisitzer und er basiert im richtigen Leben auf dem Estrema Fulmina. Optisch sieht er top aus, aber nun stellt sich die Frage, ob er sich wirklich lohnt zu kaufen, beziehungsweise ob er wirklich fast 3 Millionen GTA Dollar wert ist. Ich habe das Fahrzeug ja bereits seit dem Release des Bottom Dollar Bounty DLCs in GTA Online und ich habe ihn jetzt auch schon des Öfteren gefahren und meiner Meinung nach verfügt er über ein sehr gutes Handling. Zwar nicht das beste Handling, denn ich finde, der Krieger, der Osiris und der T20 haben ein deutlich besseres Handling, aber das Handling ist gar nicht mal schlecht. Von der Geschwindigkeit her muss ich sagen, hat er sich so mittelmäßig angefühlt und deshalb habe ich den Pipistrello vorhin mal einem kleinen Speedtest unterzogen und hier habe ich selbstverständlich Windschatten und Aufholen und so ein Gedrönse ausgestellt, damit ich keine falschen Ergebnisse bekomme, und was ich hier sofort gemerkt habe, ist, dass der Pipistrello über eine sehr, sehr gute Beschleunigung verfügt. Selbst der Krieger hatte hier keine Chance gegen mich, gut, gegen den Wörtcher hatte ich auch keine Chance, aber trotzdem hat mich das Ganze erstaunt. Was ich mir aber dann gedacht habe, ist dann auch eingetreten, und zwar die Endgeschwindigkeit vom Pipistrello ist nicht sehr hoch, so dass der Krieger mich dann doch im Endeffekt noch eingeholt hat. Und deshalb kann ich abschließend auch nur sagen, dass der Overfloyd Pipistrello die 3 Millionen GTA Dollar nicht wert ist. Man bekommt hier zwar einen guten Supersportwagen, aber der Preis ist doch viel zu hoch. 2 Millionen GTA Dollar wären meiner Meinung nach hier ein fairer Preis gewesen. Wer einen guten Supersportwagen sucht, sollte sich vielleicht lieber den Krieger kaufen, und wer genug Geld in GTA Online hat und Autos sammelt, der kann sich hier auch einfach blind den Overfloyd Pipistrello kaufen, denn im Großen und Ganzen macht man mit dem Overfloyd Pipistrello nichts falsch. Machen wir nun aber mal weiter mit dem zeitlich limitierten Content aus dem Independence Day Update. Zunächst einmal gibt es 3 Geschenke von Rockstar Games für den Login in GTA Online, und zwar diese 3 amerikanischen Fischerhüte. Bleiben wir bei den Kleidungsstücken und den Hüten, denn durch das Independence Day Update ist es uns nun wieder möglich, uns die seltenen Bierhelme in GTA Online zu sichern. Zumindest haben wir die Chance, uns 4 der 6 Bierhelme und das Happiness in New York T-Shirt zu sichern.
Diese schalten wir in den Konkurrenzkämpfen frei. Achtet beim Start eines Konkurrenzkampfes darauf, dass es in diesem Konkurrenzkampf Eventware als Beute gibt und begebt euch dann zum Konkurrenzkampf, holt euch hier die Ware und bringt sie dann zum Zielort, meistens der Zielort euer Nachtclub, und dann schaltet ihr eine dieser 5 Belohnungen frei. Falls bei euch in der Lobby kein Konkurrenzkampf starten sollte, dann fangt einfach an, durch die Lobbys zu hüpfen, einfach Options online neue Sitzung finden, bis ihr in einer Lobby angekommen seid, in der ein Konkurrenzkampf läuft mit Eventware. So habe ich das auch für dieses Gameplay hier in diesem Video gemacht. Ein Konkurrenzkampf startet im Übrigen alle 15 Minuten, wenn wenigstens 3 Spieler in der Lobby drin sind. Kommen wir nun aber mal zum Content, den ihr euch durch das Independence Day Update nun in GTA Online kaufen könnt. Bei Ammonation könnt ihr euch nun wieder 2 Waffen kaufen. Zum einen das Feuerwerksabschussgerät und natürlich auch Munition für das Feuerwerksabschussgerät und die Muskete. Außerdem könnt ihr euch im Ammonation noch den patriotischen Fallschirmrauch kaufen für Fallschirmsprünge. Beim Friseur gibt es eine amerikanische Gesichtsbemalung und im Los Santos Customs könnt ihr euch den patriotischen Reifenqualm auf all eure Fahrzeuge drauf machen. Außerdem gibt es im Los Santos Customs noch 4 patriotische Hupen. Auf Warstock könnt ihr euch den Liberator Monster Truck kaufen für knapp 371.000 GTA-Dollar und auf SouthernAndreasSupercars.com könnt ihr euch die Western Cerberain für 60.000 GTA-Dollar kaufen. Auf diese beiden Independence Day Update Fahrzeuge gibt es auf jeden Fall auch in dieser Woche Rabatt. Außerdem gibt es im Bekleidungsladen jede Menge patriotische Outfits, T-Shirts, Hüte und Brillen, und beim Maskenladen gibt es jede Menge Tiermasken, die ihr euch hier kaufen könnt. Außerdem gibt es für die Coquette D10 und für den MOC noch einige patriotische Fahrzeugdesigns. Weiteren patriotischen Content gibt es dann noch für alle GTA Plus Mitglieder im neuesten GTA Plus Monat. Hier bekommen nämlich alle GTA Plus Mitglieder die Independence Day Jacke und die Independence Day Hose, was aber auch schon das Highlight vom aktuellen GTA Plus Monat darstellt. Der aktuelle GTA Plus Monat geht im Übrigen noch bis zum 31. Juli und am 1. August startet dann ein neuer GTA Plus Monat, falls ihr euch jetzt überlegt, wegen diesen Independence Day Kleidungsstücken euch GTA Plus zu gönnen. Alles in allem geht das Independence Day Update 2024 vollkommen in Ordnung, da wir neben dem ganzen alten Content noch auch ein wenig neuen Content in GTA Online erhalten haben. Das Independence Day Update geht im Übrigen noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch, dem 10. Juli 2024. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Rockstar Games nicht das alte Bodenfeuerwerk zurück ins Spiel gebracht hat, denn dieses gab es damals in den ersten Jahren des Independence Day Updates, damals noch auf der PlayStation 3. Aber seit 2015 gibt es dieses nicht mehr im Spiel und Rockstar Games hat sich bis heute nicht dazu geäußert, warum es das nicht mehr im Spiel gibt. Jedes Jahr, wenn das Independence Day Update erscheint, ist das nämlich das erste, was ich in GTA Online mache. Ich gehe nämlich nachschauen, ob es das OG Bodenfeuerwerk wieder in GTA Online gibt. Wie findet ihr das Independence Day Update 2024 und was gefällt euch am besten? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. So, das soll es jetzt nun aber für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Video informativ fandet, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, damit ihr auch Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.